Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mir ein paar Übungen für dich überlegt, die deine Lebensfreude stärken können und auch deine Selbstheilungskräfte sogar anregen können. Zwei Übungen, in die du sehr intensiv einsteigen kannst, wenn du möchtest, aber natürlich auch immer nur so weit, wie du willst. Und zwar habe ich zwei Varianten dieser Übung mir überlegt, weil ich so beobachtet habe, dass es auch so ein bisschen zwei Varianten von Menschen gibt in diesem Bereich, in dem künstlerisch-kreativen Bereich. Und zwar einmal die Menschen, denen es gar nicht schwer fällt, gegenständlich zu zeichnen oder zu malen, die das sogar brauchen. Also vielleicht brauchst du da in dem Sinne sehr viel Hals und dir fällt es leicht, wenn du ein Motiv im Kopf hast. Dir fällt es dann vielleicht leichter, in den Prozess zu kommen, leichter zu malen, leichter zu zeichnen, als wenn du jetzt nur in die Farben gehen würdest, nur ins Abstrakte gehen würdest. Und dann Variante 2 bzw. Variante 1 jetzt gleich, weil sie jetzt zuerst kommt, die Variante, in der du nur mit Farben malst, mit Farben und Formen und sie mit deinem Gefühl verbindest, in dich reinfühlst, nach welcher Farbe fühlt sich das an und dann Farbflächen und Farbformen entstehen lässt. Das ist ganz gut für dich, wenn du nicht dran gewöhnt bist, sehr gegenständlich zu malen oder zu zeichnen oder auch wenn du es dir nicht zutraust, wenn dein innerer Kritiker manchmal so laut ist, dass du dich gar nicht traust, das wirklich zu machen, dass du dich immer wieder selber bewertest oder Angst hast vor Bewertung. Natürlich kann es auch sein, dass du wie ein Mischtyp bist aus beiden. Dann kann es vielleicht sein, dass du generell sehr selten malst oder zeichnest oder das schon sehr lange nicht mehr gemacht hast. Dann schau mal, mit welcher Variante du besser zurechtkommst und versuch immer wieder durchzuatmen und dir immer wieder zu sagen, dich beobachtet keiner, du machst das gerade nur für dich und es gibt kein richtig und falsch. Und egal, für welche Variante du dich entscheidest, probier irgendwann auch die jeweils andere, weil es ist so wichtig, in dem Bereich auch aus der eigenen Komfortzone nach und nach heraustreten zu können, weil beides ist wichtig. Also ganz viel Spaß mit der Übung. Es geht los. Zunächst beginnen wir mit einer kleinen Reflexion. Du kannst dafür einfach mal dein Tagebuch vorholen oder ein paar Zettel, auf denen du schreiben kannst. Und zuerst einmal schreibst du auf, welche Lebensbereiche es so in deinem Leben gibt, was dir so einfällt. Ich habe jetzt mal als Beispiel die Bereiche Liebe und Beziehungen aufgeschrieben, Freundschaft, Familie, Beruf, Spiritualität, Gesundheit, Geld und Finanzen, Kreativität und vielleicht so etwas wie ein Beitrag für die Welt. Was tust du für andere? Wie bringst du dich in der Welt ein? Und such dir mal eine dieser Bereiche aus oder mehrere. Schreib auch spontan aus dem Bauch heraus einfach auf, in welchen Bereichen du das Gefühl hast, erstmal als erstes, dass du in diesem Bereich erfüllt bist, dass du diesen Bereich schon gut für dich nutzt und schon ganz präsent hast in deinem Leben. Vielleicht sind das ein oder zwei Bereiche, vielleicht auch noch keiner so zu 100%. Und du kannst erstmal wie eine kleine Skizze dann machen. Dann schreib dir erstmal diese Bereiche auf und auch die Bereiche, wo du das Gefühl hast, die sind noch gar nicht da oder nur wenig da. Und dann kannst du neben diese Liste einfach mal wie so kleine Farbproben machen. Du kannst mal in dich reinspüren, welcher Bereich für dich welche Farbe hat, wenn er eine Farbe hätte. Und da einfach mal so ein kleines Symbol in dieser Farbe hinmachen. Als nächstes ist es an der Zeit, wie ein kleines Farbdiagramm zu machen. Es ist nicht wirklich ein Diagramm, sondern lass einfach die Farben mal ein bisschen miteinander spielen. Schau mal, welche Farbe den meisten Raum bekommt. Jede Farbe steht nun für einen Lebensbereich, den du zugeordnet hast. Und ja, schau einfach mal, welche Form dieser Lebensbereich haben soll, wie groß er ist, wie viel Raum diese Farbe auf diesem Blatt einnimmt. Du kannst das Ganze auch weiterhin momentan noch in deinem Tagebuch machen, in deinem Journal. Und ja, guck einfach mal, was entsteht, ohne dass jetzt wirklich ein Motiv entsteht. Also hab das Wort Diagramm ruhig mal im Hinterkopf. Das ist einfach, um sichtbar zu machen für dich, welche Farbe wie viel Raum in welcher Form einnimmt in deinem Leben. Schau, welcher Lebensbereich eher schwungvoll ist, welcher vielleicht eine gerade Linie ist, wie diese Lebensbereiche, also diese Farben voneinander abgegrenzt sind oder ineinander übergehen. Spiel einfach mal ein bisschen aus dem Bauch heraus mit den Farben herum, ganz experimentell.
Schau am Ende dann vielleicht, welche Farbe gar nicht vorkommt oder nur ganz wenig vorkommt, wenig Raum annimmt oder wo du das Gefühl hast, du würdest dieser Farbe in deinem Leben eigentlich noch viel, viel mehr Raum geben. Und mit dieser Farbe beschäftigst du dich jetzt intensiver. Schau dir dafür nochmal dein Bild an, in Anführungsstrichen dein Diagramm. Und schau mal, welche Farbe vielleicht nur ganz wenig vorkommt oder vielleicht auch gar nicht vorkommt. Und du kannst dir gerne auch nochmal die Liste der Lebensbereiche angucken und mal schauen, welchen Lebensbereich du vielleicht auch gar nicht berücksichtigt hast, weil er dir gar nicht präsent war. Und mal hineinspüren, ob er dir wichtig ist, ob er dir wichtig wäre. Und dann mal schauen, ob es vielleicht auch eine Farbe ist, mit der du dich auch relativ wenig identifizierst, die du aber vielleicht beim genaueren Nachdenken mehr in deinem Leben hättest. Farbe im übertragenen Sinne natürlich symbolisch, aber vielleicht auch ganz real. Vielleicht ist es wirklich eine Farbe, mit der du dich wenig umgibst, die du aber eigentlich ganz schön findest. Ich habe mich jetzt hier für das Gelb entschieden und bring diese Farbe in die Mitte des Blattes. In der Größe, wie du sagen würdest, dass sie jetzt gerade Raum in deinem Leben einnimmt. Und wenn es fast gar nichts ist oder sogar gar nichts ist, dann mach erstmal einen kleinen Punkt, einfach nur. Und überleg mal, welche Faktoren es gibt, die diese Farbe wie ausblenden oder verdrängen. Dafür kannst du wie Kreise um diesen Kreis oder in diesen Punkt drumherum malen, in den Farben, die momentan einfach wichtiger sind, die mehr Raum einnehmen und ja, vielleicht auch Gründe repräsentieren dafür, warum diese Farbe so wenig Platz gerade hat. Das müssen jetzt keine anderen Lebensbereiche sein, sondern das können auch andere Dinge sein. Das können wie alte Muster und Glaubenssätze sein oder ganz aktuelle Muster und Glaubenssätze. Ein inneres Gefühl, das du hast. Warum das jetzt gerade so ist. Gib diesem Gefühl eine Farbe. Vielleicht ragen sie auch hinein in deine Farbe, dass sie die Farbe wie passt, verdrängen. Nimm dir ganz in Ruhe Zeit für dieses Bild und sei da ganz ehrlich mit dir. Während du malst, musst du auch gar nicht so genau wissen, was wofür steht, symbolisch. Du kannst jetzt einfach mal in dich hineinspüren und dich immer wieder fragen, warum leuchtet diese Farbe nicht in meinem Leben? Und dann einfach mit den anderen Farben spielen. Das kann ja auch ganz andere Gründe haben. Es muss ja nicht immer alles was Negatives sein. Und lass einfach mal ein abstraktes Farbbild entstehen, das du dann hinterher reflektieren kannst. Vielleicht hast du hinterher auch Assoziationen, an was dich dieses Bild erinnert. Ich muss bei mir so ein bisschen an eine Mondnacht in einem Wald denken. Und über solche Bilder, die so spontan kommen, kommst du ganz oft, symbolisch gesprochen, an Dinge, die vielleicht der Knackpunkt sein könnten. Du kannst noch reflektieren und aufschreiben, was du mit diesen Dingen verbindest, die dir einfallen, woran dich dieses Bild erinnert. In meinem Fall kommt nach der Nacht der Tag und in meinem Fall frage ich mich jetzt, was kann ich tun für das Bild, beziehungsweise auch für mich, damit der Tag kommen kann. Damit dieses Gelb vom Mond zur Sonne wird. Ich interpretiere das jetzt gerade als einen Sonnenaufgang. Es könnte ein Mond sein, aber ich entscheide mich jetzt, dass es ein Sonnenaufgang werden soll, der mir Hoffnung gibt, dass dieses Gelb mehr in mein Leben hineinstrahlen kann. Ich hoffe, du hast diese Art zu denken gerade für dich so ein bisschen übersetzen können und verstehen können und kannst es auf dein Bild anwenden. Schau einfach mal ganz symbolisch und gucke, was kann dieses Bild dann brauchen? Was braucht dieses Bild? Oder in was könntest du dieses Bild verwandeln, damit deine Farbe mehr Raum bekommt in deinem Leben? Verbinde dich in deinem zweiten Bild genau mit diesem Bild, wofür du dich entschieden hast. In meinem Fall der Sonnenaufgang. Und stell dir vor, wie du jetzt den Grundstein gelegt hast, dass diese Farbe immer weiter in dein Leben strahlen kann. Nach dem Sonnenaufgang geht die Sonne weiter auf und scheint immer weiter hinein auf das Blatt.
im übertragenen Sinne in dein Leben hinein. Mach daraus gerne wie eine kleine Meditation. Und stell dir dabei vor, wie dieses Bild immer weiter wächst. Beziehungsweise sich weiter verwandelt und transformiert. Und diese Farbe immer mehr Raum einnehmen darf in deinem Leben. Wenn du magst, kannst du auch noch ein zweites oder drittes Bild malen. Und nebenbei immer wieder reflektieren, immer wieder schreiben. Und wie Affirmationen entstehen lassen. Die du dir aufschreibst, passend zu diesem Bild. Du verbindest nun etwas mit dieser Farbe und sie steht symbolisch für etwas. Und eine Affirmation kann zum Beispiel sein, mein Leben darf leuchten, mein Leben darf gelb sein. In meinem Leben ist Platz für Gelb, wenn Gelb deine Farbe ist. Gleich kommen dir auch, wenn du dich so mit der Farbe und mit deinem Bild verbindest, spontane Ideen, wie du dieser Farbe mehr Raum geben kannst in deinem Leben. Schreib auch das auf. Ganz konkret, wenn dieser Bereich Freundschaft ist, dann frag dich, wie kannst du auch jetzt gerade in dieser Zeit deine Freundschaften stärken, auch wenn ihr euch nicht sehen könnt? Wie kannst du Freundschaften knüpfen, Freundschaften pflegen, auch von zu Hause aus? Wie kannst du diese Farbe, die für Freundschaft steht, weiter in dein Leben hineinstrahlen lassen? Schau dabei immer wieder abwechselnd auf dein Bild und schließ dann wieder die Augen. Die zweite Variante dieser Übung ist ein bisschen aufwendiger. Du kannst einmal zeichnerisch beginnen, also sozusagen eine Vorzeichnung machen. Such dir 1 bis 3 Lebensbereiche raus, mit denen du dich näher beschäftigen möchtest. Guck auch, dass vielleicht einer dabei ist, wo du das Gefühl hast, dass er viel Raum in deinem Leben einnimmt und er gut repräsentiert ist in deinem Leben, dass du einen Vergleich hast und natürlich auch wieder einen, um den du dich ein bisschen kümmern möchtest. Schau jeden dieser Bereiche an, als wären sie Pflanzen und guck, in welchem Stadium sich diese Pflanze befindet. Ist es vielleicht noch ein kleiner Samenkorn oder schon eine prächtige, große Pflanze, die vielleicht sogar Blüten trägt oder Früchte? Ich empfehle dir zunächst wirklich, dir nicht zu viel vorzunehmen. Beginn vielleicht erstmal mit etwas, was dich stärkt. Ein Lebensbereich, der gut in deinem Leben vertreten ist, der sehr gestärkt ist bereits. Und du kannst eine bestimmte Pflanze zeichnen, die es gibt. Du kannst aber auch einfach ganz intuitiv aus dem Bauch raus eine Pflanze erfinden. Schauen, welche Blattform sie hat, wie sie aufgebaut ist. Vielleicht hast du auch schon Ideen, wie die Pflanze ungefähr aussehen soll, wenn du dich hineinfühlst in diesen Lebensbereich. Es ist manchmal auch schwer einzuschätzen, ob etwas bereits blüht, weil das Leben ist ein Weg und fast immer haben wir noch Pläne natürlich, eigentlich in allen Bereichen. Aber manchmal vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du in manchen Bereichen auch schon das Gefühl, dass du sehr weit bist und dass es eigentlich perfekt ist, so wie es ist und dass es gerade so schön ist wie nie. Und dann steht dieser Bereich vielleicht schon ganz stark in seiner Blüte. Schau mal, wie die Pflanze verwurzelt ist mit dem Boden und wie sie mit dem Himmel verbunden ist. Wie sie in die Höhe ragt oder vielleicht noch ganz klein auf dem Boden ist und sich darauf vorbereitet, in die Höhe wachsen zu dürfen. Mach dann nach und nach weiter mit den anderen Bereichen und schau dich nicht vor den Bereichen, die deine Aufmerksamkeit benötigen, die vielleicht noch unterentwickelt sind oder vielleicht sogar wie verkümmert. Vielleicht entsteht in einer deiner Zeichnungen wie eine Pflanze, die dringend Wasser braucht, weil sie kurz vor dem Verwelken ist. Vielleicht braucht deine Pflanze aber auch dringend einen neuen Topf und ganz frische Erde und vielleicht ist das Einzige, was sie noch retten kann, wenn du alles abschneidest und nur die Wurzeln in einen neuen Topf setzt, einen kleinen Ableger davon und eine neue Pflanze entstehen lässt. Vielleicht liegen einige Blätter auf der Erde und sind ganz vertrocknet. Überlege dir dann, was diese Pflanze brauchen könnte, dass sie wieder
strahlen kann. Finde das auf einem nächsten Blatt raus. Gestalte das gerne weiter aus. Gib auch dieser Pflanze, auch dieser vertrockneten Pflanze Aufmerksamkeit. Gib ihr einen Umraum, gib ihr Farbe. Oder gestalte sie weiter zeichnerisch aus. Ist sie vielleicht noch ein bisschen grün oder schon ganz trocken verwelkt? Fahre anschließend genauso fort wie bei der ersten Variante dieser Übung. Stell das kleine Pflänzchen vor dir auf und lass dich ein bisschen drauf ein. Meditiere mit deinem Bild. Stell dir vor, wie du dich jetzt ganz behutsam um diese Pflanze kümmerst. Nimm wahr, wie, auch wenn es äußerlich nicht sichtbar ist, ganz tief drin in den Wurzeln noch Leben steckt in der Pflanze. Stell dir vor, wie du sie düngen kannst, wie du sie umtopfen kannst, wie du ihr neue Erde geben kannst. Sei ganz liebevoll mit dieser Pflanze. Entschuldige dich vielleicht bei ihr, dass du so lange vergessen hast, sie zu gießen. Und vergib dir, dass sie so sehr eingegangen ist. Sprich mit der Pflanze und versprich ihr, dass du dich jetzt ganz behutsam um sie kümmern wirst. Mach dir bewusst, wie gut es dieser Pflanze gerade tut, dass sie jetzt endlich Aufmerksamkeit bekommt. Dass du dich um sie kümmerst und bedank dich bei dir, dass du sie wiedergefunden hast. Dass du sie nun anschaust, dich um sie sorgst. Ich stell dir nun vor, was passiert, wenn du alle trockenen Stellen abschneidest, wenn du der Pflanze neuen Boden gibst, wenn du sie düngst. Mal dir ganz genau vor deinem inneren Auge aus, was du dieser Pflanze geben möchtest, damit sie wieder wachsen kann, damit sie wieder lebendig sein kann, damit sie wieder nach und nach größer werden kann und Raum einnehmen kann in deinem Leben. Vielleicht möchtest du einige dieser Elemente in dieses Bild jetzt bereits einbringen. Vielleicht möchtest du es auf deinem Bild regnen lassen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie dann alle Blätter abfallen nach und nach und wie dann aus den alten Trieben wieder neue Triebe wachsen. Und dann kannst du auf der Rückseite die Fortsetzung malen oder zeichnen. Es passiert, sobald die Pflanze wieder beginnt zu wachsen, sie wieder kräftiger wird, wie neue kleine Blätter kommen, nach und nach. Ganz winzig kleine Blätter. Und du kannst dir noch mehr Zeit nehmen. Du kannst jeden Tag einmal vor deinem inneren Auge beobachten, wie die Pflanze weiter wächst und nach größer wird, grüner wird, kräftiger wird, bis sie am Ende vielleicht sogar blüht. So, ich hoffe, dir haben diese beiden kleinen Übungen gefallen und du kannst sie gut für dich transformieren und auf deine aktuelle Lage übersetzen, auf deine aktuelle Situation. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne in die Kommentare und erzähl mir auch gerne, wie es für dich gelaufen ist. Du kannst auch gerne in meiner Facebook-Gruppe deine Bilder posten, wenn du möchtest, wenn du sie gerne teilen möchtest oder sie mir per Direktnachricht schicken. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Gib mir gerne Feedback, auch wie es dir damit geht. Und vor allen Dingen, schreib mir, für welche Variante du dich entschieden hast. Ob du die Pflanzen gezeichnet hast, gemalt hast oder ob du dich für die abstrakte Variante mit nur Farben entschieden hast und was dir leichter fiel, falls du beides ausprobiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut!